Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Feed the Beast Infinity Wolfed. Und wir sind hier auf dem Server, heute leider ein bisschen alleine. Und mir kommt es gerade vor, als wäre die Musik so ein bisschen laut. Moment. Nee, andersrum. Komm, sag mal was. Ah, war fast richtig. So, ich habe jetzt gerade mal nur die Systemlautstärke runtergedreht. Für euch müsste die Musik gleich geblieben sein. Und ich habe hier eine Diamond Chest. Ich weiß nicht von wem. 64 Nether Stars. In Aufnahme lesen bei Dosh. Machen wir doch mal. So, ein kleines Dankeschön für die tolle Zeit in diesem Projekt. Möge es noch lange währen und viel Freude bereiten. Dosh. Ja, ist doch süß. Cool. 64 Nether Stars. Warte mal. Utils. Können wir Biegen herstellen? Advanced Belt, Dungeon Keys. Ja gut, das nein, 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 nein. Hier, Angel Ring könnte man eigentlich bauen. Ja, fast. Bräuchte man noch Unstable Ingots. Doof. Gut, ja, dann vielleicht später mal. Gut. Ich habe hier hinten dran mal ein bisschen gearbeitet. Nur so ein bisschen. Und ich habe auch festgestellt, dass Weizen auch keine Seeds geben. Das ist wirklich sehr gut. Deswegen habe ich hier ein paar Das war gut, Digga. Das war richtig gut. Ein paar Melonen gezüchtet. Und zwar auch hier 10, 10, 10. Na? So, Habe ich sogar. Cool. So. Hier ein paar Melonen. Und natürlich auch hier Kürbis ist es nicht der... Ah, ja. Sugarcane ist es. Genau. Ja. Sollte so passen. Kürbisse bin ich auch schon dabei. Das Problem ist jetzt nur, diese Melonen müssen jetzt in Seeds umgewandelt werden. Die Sugarcanes bleiben so, wie sie sind. Und ja, zu den Paving Stones komme ich gleich. Ja, also hier ist ja so. Warte mal, ich geh mal zurück ins Haus, weil da bin ich ein bisschen safer. Ein bisschen sicherer. Nein. Ach komm. Hallo. Hallo. Was ist denn jetzt? Ah, okay. So, hier bin ich ein bisschen sicherer. Gut. Also, es geht darum. Engineering. Ich möchte ja... Construction... Nein. Machen wir es denn? Power and Wires? Nee. Heavy Machines? Nein. Tools and Simple Machines. Genau. Haben wir es doch. Einmal den... Sind die da nicht drin? Wo sind die denn? Conveyor Belts, Hot Item Router, Assembler, bla bla bla, nee. Integration wahrscheinlich auch nicht. Warte mal, Heavy Machines, Biodiesel. Ach, da haben wir es doch, genau. Hier, Plant Oil brauchen wir ja. Und das wird eben hergestellt im Industrial Squeezer. Und der kriegt entweder Pumpkin Seeds, Melon Seeds, Seeds, Potato Seeds oder Industrial Hemp Seeds. Industrial Hemp Seeds hätten natürlich das meiste gebracht, aber kriegen wir ja so nicht hin. Jedenfalls nicht so, wie ich eigentlich ursprünglich gedacht hatte. Deswegen, ja, Pumpkin Seeds, Melon Seeds, Seeds oder Potato Seeds. Seeds hatte ich ja dann ursprünglich gedacht mit dem Weizen. Hat leider auch nicht so geklappt. Potato Seeds, gut, das gleiche Problem. Pumpkin und Melon Seeds deswegen. Und ich habe mich jetzt extra für die Melon Seeds entschieden, weil Melonen pro, ja, ich sage jetzt mal, Stück gibt es einen Seed. Bei den Pumpkins ist es natürlich so, die geben wesentlich mehr. Wenn man die Pumpkins auch auf 10, 10, 10 hochtreibt, na, also hochzüchtet, würde man 4 Pumpkins rausbekommen pro Crop und pro Pumpkin dann eben auch wieder 4 Seeds. Das heißt pro Crop 16 Seeds. Das wäre aber ein bisschen zu viel, weil ich möchte ja ungefähr das gleiche Verhältnis haben, was... die Sugarcanes und die Melonen betrifft. Nein, das da. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel, Ethanol brauchen wir ja auch. Und das wird ja eben Fermenter hergestellt. Und dann haben wir hier Sugarcanes, 80 Millibucket. Das heißt, wir hätten bei den Melonen Seeds 80 Millibucket und eben bei den Sugarcanes Seeds. Ja, das passt ja dann wunderbar. Ich glaube, das Verhältnis von Biodiesel müsste 1 zu 1 sein. Also, dass der das Ethanol und das Plant Oil, also hier Plant Oil und hier Ethanol wird er dann am Schluss zu Biodiesel
eben, ja, Biodieselgenerator. Und ich glaube, das ist 1 zu 1. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube schon, ja. Und deswegen dann eben auch Melonen und Sugarcanes. So, und ihr seht hier auch schon ein paar, so, ja, Felder. Da sollen die ganzen Maschinen hin. Aber bevor wir damit anfangen, müsste ich erst einmal noch die Maschinen bauen, beziehungsweise die Parts dafür. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, ja, wie kriegt denn der jetzt aus den Melonen, aus den Schnitzern, die Samen? Muss man ja craften. Da gibt es auch ein schönes Teil von Immersive. So, Moment. Hatten wir eben schon gesehen? Nee. Tools and Simple Machines. Assembler. Ein sehr, sehr schönes Teil. The Assembler is a complex machine capable of crafting items similar to how a player would. Das heißt, ne, der Assembler ist eine komplexe Maschine und ist in der Lage, Items zu craften, genauso wie es der Spieler macht. Ja, to form the structure ist klar. Die Conveyor braucht man hier einen und wenn ich das drehen kann, ja genau. Also zwei Conveyor braucht man. Moment, die werden hier hingesetzt, genau. Auf die Conveyor wird dann eben das Teil gesetzt, beziehungsweise das Item, was dann rein muss. Das kann man dort mit dem Hopper machen oder sowas in die Richtung, würde ich sagen. Oder, ja, wie man das genau machen, weiß ich noch nicht genau. Wie wir das genau machen, weiß ich noch nicht genau. Oh, das ist wieder super deutsch, Digga. Ja, auf jeden Fall zwei Conveyors, einen Ausgang, einen Eingang. Es muss dann rein und der hat bis zu drei Rezepte drin. Also man könnte drei Rezepte da drin, boah, einstellen. Wir brauchen auch nur eins. Aber ich möchte es eben mit Immersive herstellen und ich glaube, wir müssten mittlerweile genug Zeug da haben, um das auch herstellen zu können. Warte mal, lass mich mal gucken. Also wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 von denen. Von dem 4. Von denen glaube ich 6. Und hier auch nochmal 6 Stück. Müsste ich jetzt nochmal im Buch gucken. Also wir brauchen 9 Steel Scaffolds, 4 Light Engineering Blöcke, 6 Sheet Metal Blöcke. Struktural arm. Okay. Was ist das jetzt? Ah, das sind die da, okay. Aha. Und Conveyor Belts, 2 Stück. Okay. Also wir haben, ja, genau, 9 davon, 4 davon. 6 davon, 6 davon und eben 2 davon. Hab ich noch irgendwo. Puh, da bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob ich noch irgendwo eine Energiezelle oder sowas habe. Ja, guck mal hier, ein Tesseract, genau. Passt ja erstmal. Möchte ich euch erstmal so demonstrieren, wie das Ganze zu funktionieren haben könnte. Dürfte, sollte, whatever. So, den habe ich mir gedacht, packe ich hier hin. Und zwar dann auch mit der Richtung dahin und hier weg, genau. So, dann erst einmal das, 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 das. So, dann kommt die erstmal hier auf den Boden. Dann du hier dahin und du dahin. Ja, okay, du dann dahin. Dann die dahin. Achso, wie man die herstellt. Ganz kurz, Rezept. Na, einfach hier Eisen, Hammer rein, kriegt mir 4 Stück rein. Das ist wirklich gar kein Problem. So, und die werden natürlich auch ganz einfach hergestellt. Ne? Hier ist Scaffolds. Wie man das Scaffolds herstellt, das wisst ihr ja schon. Haben wir ja schon mal gemacht. So. Und ich finde eigentlich das Ding ganz geckig. Also, ich finde es genial eigentlich. So, zack, zack, zack. Was brauchen wir bloß noch den Hammer? Der müsste jetzt im. Ja, das war gut. Egal. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer, Hammer. So. Ja, nee. Wo? Wo muss ich denn da jetzt draufklicken? Probieren wir mal so oben. Hä? Hä? Habe ich den falsch gebaut oder was? Nochmal gucken. Du bist doch der in. Ja, Immersive, genau. To form the structure, build it like demonstrated above and use the hammer on one of the conveyors. Ah, okay, ja. Ja, sehr schön. Sieht sehr, sehr nice aus.
Und hier sieht man dann auch Immersive Engineering und die Fließrichtung. So, und das Ding hat eine GUI. So, hier können wir die drei Rezepte machen und natürlich auch hier ein bisschen Wasser oder Flüssigkeiten generell. Braucht natürlich auch ein bisschen Energie. Und dem könnten wir jetzt sagen, hier machen wir aus dem das da. So, klar. Wenn der jetzt eben noch nichts an Energie hat, könnten da. Ja, Energie kommt dahin, genau. So, und jetzt macht er mir hier die Melonenscheiben zu Melonseeds. Bei dem ist es so, der macht ungefähr pro Sekunde einen Arbeitsgang. So, ist jetzt nicht besonders schnell, aber ich meine, die Maschinen hinten dran, die werden auch nicht so besonders schnell laufen. Und für den Anfang ist es für mich okay. Man kann zum Beispiel auch sagen, ich nehme mal hier noch die, dass du mir das überall machst. Und dann macht er das natürlich auch schneller. So, zack, zack, zack. Ich ernte das jetzt einfach mal so per Hand ab. Na, komm. So. Ja, 59 habe ich jetzt. Okay, passt. So, da rein. Da rein. Ja, jetzt macht er mir 3 pro Sekunde. Ungefähr. Ah, ist ein bisschen schneller. Und er verbraucht. Warte, was habe ich gelesen? Oder sieht man hier vielleicht den Verbrauch? Nein. Die Input-Seite. In addition to an item input, also features a fluid input to fill the three internal tanks of the machine. Fluid in these tanks can be used to replace fluid containers, like water buckets in receipts. Ja, okay. Also hier, genau da nochmal drauf zurückzukommen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, irgendwelche Rezepte einzupflegen, die auch Flüssigkeiten benötigen. Zum Beispiel das Holz für Immersive. Das braucht ja Kreosotöl. Könnte man dann hier so einfügen, also hier reinfließen lassen, bloß wo? Ja, hier unten, genau. Hier unten können wir das reinfließen lassen. Und hier haben wir noch einen Ausgang, den können wir abgreifen mit. Könnten wir das eigentlich auch damit? Ich glaube nicht, ne? Dann bräuchte ich noch den Controller, glaube ich, ja. So, warte mal, was haben wir denn noch? Haben wir. Ne, wir haben im Moment nichts da. Okay, dann hole ich mir mal eine Kiste. Na. Hole ich mir mal noch eine Kiste. Aus dem Lager am besten. Ich glaube, da müsste ich noch ein paar haben. Ne, da habe ich jetzt nichts mehr. Ansonsten führen wir das irgendwie mit Conveyor Belts raus. Ne, da ist auch nichts. Haben wir hier. Ne, was sag mal. Ich habe doch irgendwo noch Kisten gehabt. Ja, guck mal hier. Nimm mal die mal. Wo? Fliegen nochmal zurück. Hoffentlich schneller. Ich könnte mir eigentlich auch mal das Jetpack ein bisschen aufwerten. Könnte ich. Wenn ich wollte. Aber ich will jetzt nicht. So, Kiste. Und? Warum gibt er das jetzt nicht raus? Okay. Dann kann es. Warte mal. Wenn ich die da hinstelle. Auch nicht. Ich bin jetzt ein bisschen. Uah. So, tschüss. Bin jetzt gerade ein bisschen. Ja. Weiß nicht. Warum packt er das jetzt nicht raus? Muss ich mal gucken. Vielleicht muss da vielleicht doch noch ein Conveyor-Belt hin. Was? Komm, machen wir jetzt noch schnell. Das kriegen wir bestimmt noch hin. Ich beeile mich auch extra. So, warte mal. Hier noch ein Conveyor-Belt. Es kann natürlich sein, bestimmt, ja, dass da dann zum Anfang und zum Ende da noch zwei Conveyor-Belts hin müssen. Also jeweils eins auf eine Seite. Lalalap. So, probieren wir es einfach mal. Den weg. Den dahin. Dann brauche ich nochmal den Hammer. Genau. Oh. Du musst gedreht werden. Ja, so. Und jetzt dahin.
Irgendwie nicht so, ne? Ja, Vollgas hinter sich. Schade. Okay. Das muss ich jetzt noch rausfinden, wie ich da das Zeug wieder rauskriege. Das ist jetzt ein bisschen doof. Warte mal. Das ist bestimmt nur Eingang, ne? Da könnte man eigentlich mal. Haben wir schon was? Ja. Ach, nicht schon wieder. Gott. Dass ich auch immer drauf springen muss, ne? Weiß auch nicht. So. Wenn ich dich da reinpacke, passiert auch nichts. Okay. Ja gut, er zieht sich das ja nicht raus. Klar. Aber warum er das nicht ausgibt, das verstehe ich jetzt nicht. Gut, nee, da werde ich mich auf jeden Fall nochmal schlau machen. Und beim nächsten Mal werden wir dann auch noch die Squeezer aufbauen. Und ja, gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde dann sagen, gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!